Und pass auf, jetzt machen wir mal was. Hast du Zeit? Ja. Gut. Dann machen wir jetzt eine Aufnahme. Deswegen bin ich jetzt auch auf Skype mit dir und nicht auf Papier. Weil ich, das hier habe ich automatisch eine Aufnahme von. Ne? Okay. Wird ja aufgenommen. Bei dir ja auch. Und ich möchte dir jetzt was über Gedanken erzählen. Und ich möchte jetzt einfach mal laut denken. Ja, ich denke mir jetzt mal was so und spreche das einfach aus, so dass du zuhören kannst. Ja. Ich denke gerade darüber nach. Ich denke schon länger darüber nach, diese Aufnahme hier zu machen. Und ich werde die Aufnahme veröffentlichen. Wieso willst du denn die Aufnahme veröffentlichen? Für wen willst du die Aufnahme denn veröffentlichen? Es gibt doch nur dich. Ach, der schon wieder. Schwätzer. Du gehst mir vielleicht auf den Sack. Ich mein's nur gut. Ja, ich kenne dich schon. Schlaue Sprüche. Was läuft denn da schon wieder? Sind es schon wieder die beiden da in meinem Kopf? Wer sind die beiden? Der eine von den beiden, der kommt mir immer ziemlich dumm vor. Und der andere tut irgendwie immer so schlau. Aber wer ist das? Wer bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich doch der, der mir diese beiden da anguckt. Also muss ich nochmal machen. Also der eine, der sagt, er will diese Aufnahme machen. Ich denke mir jetzt also, ich will diese Aufnahme machen. Und dann kommt ein anderer und der sagt dann irgendwas dazu. Ist das ein anderer? Nee, ist kein anderer, oder? Warte mal, ich spiele das nochmal durch. Ich möchte jetzt gerne diese Aufnahme. Warum willst denn du das machen? Das bin doch auch ich. Das ist ja interessant. Offensichtlich rede ich mit mir selber. Aber es sind zwei unterschiedliche Rollen. Das heißt, jetzt spiele ich erst den einen. Jetzt muss ich mal. Ich vergebe mal einen Namen. Also der erste. Aufgrund seiner Eigenschaften nenne ich ihn mal den Arsch. Und dann kommt einer, der das beobachtet. Nenne ich den jetzt also mal Beobachter. Und dann fangen die beiden an, sich zu unterhalten. Manchmal ist der Beobachter, sagt er was Schönes, was Weises. Meistens nörgelt er einfach nur rum. An dem ersten. An dem Arsch, nenne ich ihn jetzt Arsch. Arsch sagt was, Beobachter beobachtet und sagt was dazu. Beides ich. Jetzt kommt er zum Beispiel der Arsch und sagt, oh, Schmerzen, es geht mir nicht gut, vielleicht Schmerzen in der Brust, dann kriegt er Angst. Und dann kommt der zweite. Der könnte jetzt zum Beispiel sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Und dann geht das immer hin und her. Der könnte jetzt aber auch ganz genau das Gegenteil machen.
Das ist ja auch der, dass ich sage, ich will diese Aufnahme machen. Und dann kommt der an und sagt, was denkst du dir dabei? Warum machst du das? Und da fühle ich mich als der Arsch angegriffen. Von mir selber. Ich spreche das selber, diese Rolle. Ich spreche beide Rollen. Nun ist der Beobachter vielleicht nicht einverstanden. Warum kritisiert der so rum? Die sind doch beide auf einer Ebene. Das ist nur ein Gespräch zwischen zweien. Und jetzt erhebe ich mich darüber, weil ich gucke die jetzt beide an. Was bin ich jetzt wieder ein Beobachter? Gut, dann nennen wir den Beobachter von eben, den nennen wir auch Beobachter 1. Das ist also Arsch und Beobachter 1 unterhalten sich. Jetzt bin ich Beobachter 2 und jetzt sage ich, pass mal auf, was macht ihr beiden da eigentlich? Gerade der Beobachter 1 nörgelt doch an dem Arsch rum. Oder der lässt ihn immer dastehen wie ein Arsch. Jetzt sage ich zu dem, hör auf damit. Schöner Satz von Udo, ne, wenn du was beobachtest und du bist am Ende nicht einverstanden, bist du ein blindes Arschloch. Dann sage ich also zum Beobachter 1, du bist ein blindes Arschloch. Und sag aber immer noch, hör auf damit. Ich bin Beobachter 2 jetzt. Jetzt fällt mir was auf. Das fällt mir auf, weil ich jetzt den Beobachter 2 beobachte. Also erhebe ich mich wieder eins drüber. Ich bin jetzt Beobachter 3. Und mir fällt auf, dass der Beobachter 2 den Beobachter 1 kritisiert. Offensichtlich ist er ja auch nicht einverstanden. Jetzt habe ich das entdeckt. Es macht ja keinen Sinn. Ich habe ja schon erkannt, das ist scheiße. Dieses Rumgenörgel und dieses Nicht-Einverstanden-Sein. Bin aber selber immer noch nicht einverstanden. Jetzt muss ich selber das bemerken und damit aufhören. Jetzt sage ich völlig egal, was da läuft. Ich bin einverstanden. Und ich will nichts mehr verändern. Und auch das bin ich. Ich bin auch diese Rolle. Es gibt da eine Rollenverteilung, viele mögliche Charaktere oder Rollen. Üblicherweise kommen mir so in den Kopf, habe ich mich immer nur für diesen Arsch gehalten. Der andere, den habe ich mir gedacht, dass was vielleicht Mama hat der schlaue, weise Antworten gegeben haben. Für habe ich gedacht, ich spreche da mit Gott oder was weiß ich für höheren Wesen oder meinen höheren Selbst, die mir gute Ratschläge geben. Aber nun stelle ich fest, ich habe mich nie mit jemand anderem unterhalten. Immer nur mit mir. Ich spiele die selber die Rolle. Hast du das gemerkt? Jetzt eben musste ich Hals kratzen. Dann denke ich, scheiße, jetzt mitten in der Aufnahme. Pass auf, was jetzt passiert. Da ist einer, der meint, das muss eine gute Aufnahme sein. Jetzt kommt gleichzeitig kommt ein anderer Gedanke. Super, super Beispiel mitten in der Aufnahme. Konnte gar nicht besser laufen. Ich höre das in mir. Der eine spricht, der andere spricht. Es sprechen so viele. Aber nur, immer nur ich. Da ist kein anderer da. Und selbst wenn ich mich jetzt auf den höchsten Beobachter setze, der einverstanden ist, der nichts ändern will, ich nenne das jetzt Christusbewusstsein. Da ist Ruhe. Selbst dieses Christusbewusstsein, was ich mir jetzt denke, denke ich mir nur, ist nur ein Gedanke. Ich
muss es sein. Ich muss der sein. Das ist die Frage, habe ich überhaupt die Möglichkeiten? Ich will nochmal nach unten gehen. Arsch. Und erster Beobachter. Führen ein Gespräch. Arsch jammern rum. Oh, Kopfschmerzen, eine Scheiße. Jetzt kommt Beobachter 1, der sagt, also ich bin der Beobachter 1. Ich wechsle zu dem Beobachter und ich rede jetzt mit Arsch. Ich fühle mich dann wechsle ich wieder zurück zu Arsch Ja. und fühle mich von Beobachter 1 angegriffen oder gut behandelt oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt aber nicht zurückwechsle, ein Beispiel, Arsch sagt, alles scheiße. Und jetzt kommt Beobachter 1 und sagt, so mein Junge, du sagst also, alles ist scheiße. Nun erklär mir das mal. Und jetzt pass auf. Jetzt wechsle ich nicht wieder zurück zu Arsch, sondern jetzt bleibe ich auf dieser Position einfach stehen. Und jetzt sage ich so, hey, nun sag, was? Was ist alles so scheiße? Sag, sag. Und jetzt stellst du fest, du kriegst gar keine Antwort. Genau. Natürlich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht dahin wechsle. Das heißt also, es gibt die nicht, wenn ich die nicht bin. Ich bin der und ich bin der und ich bin der. Ich bin die alle. Das Interessante ist, dass dieses, das, was ich wirklich bin, ich bin nämlich der, der dieses ganze Schauspiel einfach nur beobachtet. Ich bin der Geist, der ewig ist. Ja. Und das bin ich. Das muss ich nicht werden. Ja. Ich bin das. Alles, was passiert ist, ich verwechsel mich mit denen, die da in mir drin sind. Und Ja. vielleicht auch mit dem, was ich real in meinem Umfeld so wahrnehme, dass ich sage, ich bin der Heiko zum Beispiel. Ja. Aber Ja. ich bin doch schon der, der ich bin. Wo will ich denn hin? Alles, was ich zu tun habe, ist genau das zu sehen, dass ich der doch bin. Und solange ich nicht irgendwelche Rollen spiele, unbewusst, dass ich das gar nicht mitkriege, dann halte ich mich natürlich auch dafür. Ja. Und dann kommt die, Gott, Scheiße, ich habe Mist gebaut. Was habe ich denn gemacht? Ich bin unbewusst. Oh, bin ich töffelig. Vorwürfe. Was habe ich denn da jetzt für einen Scheiß gemacht? Ja. Aber das passiert nur dann, wenn der Erste, wenn ich zu dem, den Arsch zu kritisieren. Und ich dann wieder zu dem Ersten zurückgehe. Beziehungsweise zu dem Arsch. Und mich mit die verwechseln. Du spielst auch jetzt genau das Spiel, von dem ich gerade spreche. Guck in dich rein. Hast du Scheiß gebaut? Ist das überhaupt möglich? Und wer ist der? Und also, das geht schon wieder los. Du spielst schon Ja. wieder den Arsch. Ja. Was ist an diesem Arsch eigentlich so faszinierend, dass wir uns die ganze Zeit für den halten? Ich kann doch auch den Klugscheißer, also den Beobachter 1 spielen, der dem Arsch immer weise Tipps gibt. Dann bin ich schon mal nicht mehr der Arsch. Steht es mir nicht frei, wer ich bin? Ja. Wenn ich doch all diese Rollen spiele, komischerweise, immer wenn es um den Arsch geht, greife ich zu. Ja, das sind dann in dem Moment, wenn ich unbewusst bin, dass ich anfange zu interpretieren. Dann verwechsle ich mich mit dieser Rolle, die ich da spiele. Ja, verwechselst du dich dann aber auch mit der anderen Rolle? Eher nicht. Nee, genau. Hast du dich mal gefragt, warum? Warum Das fühlst du dich in der Arschlochrolle eigentlich so toll? Fühlst du dich da sauwohl? habe ich mich, aber das habe ich, deswegen habe ich dich angeschrieben. Das ging mir gut durch den Kopf vorhin. Da ging diese Stimme in meinem Kopf los. Ich sage, wer bin ich denn jetzt? Jetzt sind diese Stimme, jetzt kommt die Stimme.
Ja, jetzt hast du eine Watschen gekriegt. Warum bist du immer so, halt Wer dich doch sagt an. das? Wer sagt das? Das ist dann der Das ist erste. der erste Beobachter, der sagt das. Aber ist dir das klar, dass du das sagst? Ja, das ist mir schon klar. Deswegen, aber dann, das ist gar nicht so einfach. Dann sitze ich da und plötzlich diese Stimmen und ich, und dann kommt ein Gefühl hoch, dann verwechsel ich mich mit dem Körper und dann fühle ich mich scheiße, dann fühle ich mich schlecht. Aber das Natürlich, ist, weil deine Gedanken erschaffen deine Wirklichkeit. ja. Wenn du dich dafür hältst, wirst du dich schlecht fühlen. Genau. Genau so läuft es. Ja. Aber guck, was du jetzt für eine Chance hast, was du jetzt erkennen kannst. Ja. Und die Interpretation, das sind Worte, das sind Buchstaben und das sind Filme. Ja. Und was ich daraus interpretiere. Deswegen ist Bewusstsein, kann man wissen. Man kann wissen, wer man ist. Weißt, es gibt so einen schönen Satz mit dem Christusbewusstsein da. Ja. Wenn man sich das in sein Leben holen möchte, ne, dann sagst du, erkläre vor dir selbst, dass du Christus bist. Und gebiete deinem Selbst, in diesem Sinne sich zu verhalten, sagen wir ungefähr so grob, ne? Und dann empfängst und offenbarst du den Christus. Nun muss ich doch aber mir nicht gebieten, Christus zu sein. Ich bin es doch. Ist doch schon, ja. Ich bin doch der, ist jetzt völlig egal, was hier abläuft, Ja. wer sich mit wem unterhält und wer dabei wen bestimmt. Diese ganzen blinden Arschlöcher, sage ich jetzt mal, diese ganzen Beobachter, die das alles da kritisieren. Die beobachte ich doch bloß. Ja. Der Erste, den ich Arsch nenne, der kann auch nichts dafür. Ne? Und auch nicht, dass er sich wie ein Arsch fühlt oder so. Das Interessante ist von mir aus die Verwechslung. Ich habe Genau. die Rolle zwar selber gesprochen in mir. Ja, Ich aber spreche trotzdem. aber auch all die anderen Rollen. Und Ja. trotzdem bin ich doch Verwechseln. der, der das, ich bin doch der, der zuguckt. Ich bin doch eindeutig, das sind doch meine eigenen Gedanken und ich gucke doch meine Gedanken an und das kann ich doch gar nicht sein, inklusive der Figur, für die ich mich halte, Ja. weil die ist doch nur dann da, wenn sie da ist. Ich Ja. dagegen bin doch aber immer. Ja. Ich muss mir also noch nicht mal gebieten, Christus zu sein, weil wer soll es denn sonst sein? Ich bin's doch. Ich bin doch der Geist, der immer ist und der einfach nur anguckt, was da ist. Ja, und über all dem, was steht, einverstanden sein. Das, was mir vorhin bewusst wurde, ich bin damit nicht einverstanden, deswegen habe ich mich so scheiße gefühlt und ich habe interpretiert. Oh, was Pass habe ich da auf, jetzt gemacht? ist nicht schlecht. Will ich dir aber noch ein Stück weiter raushelfen. Der Geist, der das beobachtet, der ist doch einverstanden. Der nicht einverstanden ist, ist ja schon wieder nur ein Beobachter, ein Gedanke. Das heißt jetzt, ne, wir haben ja eben gesagt, dass ein Beobachter, egal erster, zweiter, dritter Beobachter, wie viel auch immer, der nicht einverstanden ist. Ja, natürlich hat der ein Problem. Aber pass auf, der taucht ja nur auf in deinem Kopf. Du guckst es trotzdem weiterhin an. Du guckst es dir einfach nur an. Du bist einverstanden. Du Geist bist schon einverstanden. Du brauchst dir da gar keinen Kopf machen. Du müsstest einverstanden sein, weil du Geist bist einverstanden. Alles, was du sagen kannst, wenn dieser Beobachter da auftaucht, der nicht einverstanden ist, du kannst sagen, das bin ich sowieso nicht. Der kann einverstanden sein oder nicht einverstanden, ist mir völlig egal. Das bin ich nicht. Weißt du, was Hammer ist, was ich beobachtet habe? Also während ich das da rein, also ich habe das reingesetzt und dann das, was Udo geschrieben hat und wie ich mich prompt nachdem, so ich merkte, wie ich, als ich das gelesen habe, ich habe mich in dem Moment wirklich, dann war ich in dem Moment Kerstin, die agiert hat.
Die hat vielleicht auch noch unbewusst agiert. Oh Gott, was hat sie da jetzt angestellt? Das war echt der Hammer. Bis ich mir gesagt habe, was geht hier denn ab? Kerstin, die reagiert, agiert unbewusst, Trockennase, fühlt sich total scheiße gerade. Sie hat das Gefühl, sie hat irgendwas falsch gemacht und jetzt kommt's. Und dann kam das, ach Kerstin, was interpretierst du denn da? Das ist die Person, die immer so viel hineininterpretiert. Und selbst wenn die unbewusst war und einfach, und der Schwätzer, dann Schwätzer auch. Aber dieses Gefühl, ich war plötzlich wie ein kleines Kind, was vom Vater eine Strafe bekommen hat. So fühlte sich das plötzlich an. Da habe ich gedacht, scheiße, so ist das, wenn du dich mit der Person verwechselst. Ich war plötzlich ein kleines Kind, was sozusagen eine Schelte vom Vater bekommen hat. Also, was ich bei mir selber beobachtet habe, die Gefahr, wenn so ein Udo in dir auftaucht, Ja. das ist genau das, was dabei, weil du ja sowieso spirituell und freust dich drauf und so, ne? Und jetzt steckst du dich selber in diese Rolle, der Kleine, der es nicht verstanden hat, der sich einen Größeren denkt, der ihm das dann erklären muss. Damit hast du dich selber, ne, was ich sage ist, du musst dich rausholen und dass du sagst, alles meine Gedanken, selbst ein Udo ist mein Gedanke. Ne, der ist nicht über mir oder so, überhaupt nicht, ich denke den doch. Also ist er doch unter mir. Und jetzt zu entscheiden. Das ist ja deine eigene Entscheidung, wo du dich. Also erstmal musst du es sehen. Du musst wissen, was da läuft. Du musst sagen, guck mal, da ist einer, der spielt dir mit in den Arsch. Komischerweise, meiste Zeit halte ich mich für den, fühle mich auch nicht so gut damit. Und dann kommen diese ganzen Beobachter und so, aber ich spiele die alle die Rollen und jetzt habe ich, jetzt sehe ich außerdem, dass das Rollen sind. Das heißt, ich weiß jetzt auch, dass die alle nur gespielt sind, aber von einem beobachtet werden und der bin ich. Ich bin tatsächlich der das jetzt wahrnimmt, der all diese Sachen beobachtet. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass ich das gar nicht bin. Ich spiele das nur, ne? Es sind alles nur Rollen von mir. Und Und jetzt, ich wenn ich. konnte es mir nicht aussuchen. Jetzt kommt noch der nächste Satz. Ich konnte es mir wirklich nicht aussuchen. Guck mal, du bist schon wieder der Arsch. Ach Lass so. das doch mal weg. Ja. Das ist genau, wo ich jetzt darauf hinaus will, die Fähigkeit, weil du das jetzt durchschaust, das Spiel. Weil du sagst, all diese Dinge spielen, sind ja nur Rollen, ne? Du merkst das, du, da kommt, du sprichst das einfach eins zu eins in deinen Gedanken einfach aus. Da kommt so eine Meldung hoch, ne? Und zack, ist die Meldung aktuell. Das ist alles Ego. Ja, ich damals Vergangenheit und ich habe immer und weiß schon. Das Ja. ist völlig egal. Wenn du auf der Beobachterebene bist, ist das alles unwichtig. Ja. Die können doch reden, was die wollen. Das Entscheidende ist, was du hierbei siehst, ist doch, wer du bist. Du bist doch der sich das ganze Schauspiel nur anguckt. Ja. Und selbst wenn du jetzt in solche Rollen schlüpfst, das ist ja nicht so, das wird ja nicht aufhören. Das Gerede in dir geht weiter. Aber Ja. jetzt, wenn du dir bewusst bist, dass du das nicht bist, dann spielst du das als Rolle. Ja. Und dann, ne, und da geht es jetzt darum, sich selber hoch zu jubeln Ja. auf eine Position, wo du dem Ganzen zuguckst, wo du weißt, wer du bist. Ja. Und da, nehmen wir jetzt mal einen Satz von Udo, habe ich keinen Einfluss drauf, wann du das tust. Ist so. Was soll der denn auch machen? Das liegt doch bei dir. Ob du meinst, ich bin der Arsch oder der Beobachter oder wer auch immer Ja. in mir, das ist doch deine Entscheidung, wann du sagst, das bin ich nicht. Ich beobachte das nur. Ja. Wann auch immer du das machen wirst. Also das, was da heute abgelaufen ist, für mich, das war echt krass. Das war eine volle Packung. Also die Watschen, das ist das, was ich meine. In dem Sinne, da habe ich eine Watschen bekommen. Aber jetzt im Sinne, jetzt Weißt müssen du was? ja. Das ist vielleicht auch brauchbar jetzt noch in diesem Gespräch.
dass du siehst, du kannst es niemandem erzählen. Ich rede mir tatsächlich ein, dass ich das doch jetzt wirklich ausführlich erklärt habe. Aber das Entscheidende ist, es sind meine Gedanken. Ich habe das entdeckt. Und ich weiß, wie ich mich da hochjubeln kann. Aber es sind nicht deine Gedanken. Weil ich merke das daran, dass wenn ich das jetzt erzähle und dann solche Antworten von dir kommen, denke ich immer, Mensch, ich verstehe es nicht. Doch, ich hab's verstanden. Die Person hat die Watschen bekommen. Die Person Kerstin, die sich damit verwechselt hat in dem Moment. Ich habe das verstanden, was du gesagt hast. Aber das musste ja nur deswegen musste das ja auftauchen. Und deswegen jetzt das Gespräch mit dir. Ich habe das schon verstanden. Was hast du verstanden? Dass ich die Möglichkeit habe, als Beobachter, also zunächst einmal die Stimmen in mir wahrnehme, dass ich all diese Stimmen bin, die sich da in meinem Kopf unterhalten, die bewerten. Der eine ist nicht einverstanden, der andere ist auch nicht einverstanden, aber ich habe die Möglichkeit, mir diese Schwätzer in meinem Kopf, das auch zu beobachten und damit einverstanden zu sein. Wenn ich aber jetzt wieder anfange, darüber zu kritisieren oder das nicht zu wollen, über all dem steht, einverstanden zu sein. Und dann dann bin ich diese Rolle, dann spiele ich halt diese Rolle. Aber ich spiele nur eine Rolle, aber das bin ich nicht wirklich. Das ist nur der Geist, der sich das anguckt, der diese Rolle beobachtet. Aber dazu muss ich erstmal in die Situation kommen. In welcher Situation? Vorhin, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt habe ich da wieder schönes Ego, muss da im Chat immer irgendwas reinsetzen, um dann, Wer hat jetzt das ne? gesagt? Das ist der Erste, das ist der Erste, der dann kritisiert. Weißt du, der dann anstatt des, ja, das ist die Rolle, die Kerstin, die macht das jetzt, aber das ist ja der Erste, der anfängt dann zu zweifeln, der kritisiert. Und dann kommt der Zweite, der den ersten kritisiert, wieso lass das doch nun, der den ersten praktisch kritisiert, weil der das Verhalten von Kerstin kritisiert. Und solange die sich auch noch streiten und der auch mit dem nicht einverstanden ist, bin ich mit gar nichts, also bin ich da noch gar nicht angekommen, sondern ich muss noch mal eins drüber und die beiden beobachten. Und ihr seid und du kannst vielleicht dann irgendwann dahin, dass ich dann anfange, darüber zu schmunzeln. Weil das bin ich ja nicht in dem Moment. Weißt du, das trägt ja den Namen Bewusstsein. Das heißt, ich bin bewusst. Und jetzt weißt du, was damit gemeint ist. Und Bewusstsein ist auch, dass mir bewusst wird, wie unbewusst ich auch bin. Das ist beides. In dem Moment, wo dir das bewusst wird, bist du bewusst und nicht Ja, unbewusst. genau. Das wollte ich ja. In dem Du Moment könntest höchstens sagen, wie unbewusst ich war. oder Aber genau. wenn du es bemerkst, bist du ja bewusst. Bewusst, ja. Ja. Und du hast völlig recht, das ist deine eigene Entscheidung, ob du jetzt darauf achtest, mehr bewusst zu bleiben. Oder ob ich wieder, ob ich meinem Ego die, ob das Ego die Regie übernimmt im Sinne von so, ach jetzt halt doch einfach mal die Klappe. Wer? Also die Kerstin, die auch einfach mal beobachten, selber auch die Person, die beobachten kann, die kann doch auch erstmal nur, muss doch nicht immer gleich. Da ist ja, dass ich glaube, dass du das eben nicht verstehst. Wen meinst denn du mit die Kerstin?
Na gut, Kerstin ist ein Name. Ich meine den Charakter, die Rolle. Ja, aber Aber ist es jetzt, Blödsinn? Ist es Quatsch? geh mal zurück an Anfang vom Gespräch. Egal, was da in mir auftaucht, ich bin der, der diese Rollen spricht und ich bin der, der zuhört. Also wen speziell meinst du jetzt mit Kerstin? Egal, welche Rolle ich da spreche, auch wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel der zweite Beobachter über den ersten steht, weil er den ja beobachtet, der steht ja nicht wirklich darüber, sondern der steht vielleicht im Bewusstsein etwas höher, weil ihm das bewusst ist, was da läuft. Aber es ist immer noch auf deinem Monitor. Ja. Ja, Der erste, das der meine ich, Arsch ja. ist auf deinem Monitor, der erste Beobachter, der ihn kritisiert oder auch nicht, ist auf deinem Monitor. Und wenn du jetzt weiter rauf gehst, zweiter, dritter Beobachter oder Christus oder was auch immer, es ist auf deinem Monitor. Das ändert nichts an der Tiefe. Nee. Du bist da mit dem, was du wahrnimmst. Das meine ich also speziell mit Monitor jetzt, das, was du Ja. nimmst. Das ist also, das nächste ist also auf deinem Monitor. Ob es jetzt Gedanken sind oder was auch immer das ist. Ja. Es gibt immer nur dich und das, was du wahrnimmst. Ja. Ja. Und dabei ist das Einzige, was du zu tun hast, dir bewusst zu sein, was bin ich und was nehme ich wahr. Was bin ich und was nehme ich wahr? Das ist ein guter Satz. Was bin ich und was nehme ich wahr? Ja. Und wenn du merkst, dass da noch irgendeine Form von Kritik ist, dann bin ich noch nicht wirklich der, weil der eben nicht kritisiert. Ja, weil der alles ist. Ich bin der, das nochmal klarzustellen. Ich muss nicht der werden oder so. Ich bin Nein. der beobachtende Geist. Wenn ich aber diese ganzen Gespräche in mir führe, diese Spiele, diese Rollenspiele, dann geht natürlich kritisieren, Genörgel, Ängste, da kommt der ganze Ja. Kram. Ja. Dann ist mir nicht bewusst, wer ich bin. Ja, ich weiß Mehr nicht. ist es nicht. Nee, Es ist das ganz ist nicht. einfach. Ja. Du sollst ja deswegen daran auch überhaupt nichts verändern. Ändern. Nein. Lass das laufen, lass sie Ja. rumnicken und sowas. Es geht dir nur darum, dass du weißt, wer du bist. Ja. Ich guck zu. Mehr ist das nicht. Ich guck einfach Nee. zu. Das ist alles, was du zu Ja. tun hast. Ja. Lass doch der eine hat dann eben Angst und dann kommen eben gute Ratschläge oder gibt vor die Fresse oder was auch immer da läuft. Ist doch völlig egal. Ich guck ja bloß zu. Und dann kommt wieder einer und sagt, ich guck doch nicht zu, ich merke das doch. Und dann kommt Ja. wieder der erste Beobachter und erzählt ihm dann wieder irgendwas. Aber was läuft hier wirklich ab? Ich guck zu. Ich guck den ganzen Kram einfach nur zu. Das ist alles, was du zu tun hast. Den Film an sich kannst du überhaupt nicht verändern. Das, was da läuft. Das Wesentliche, jetzt kommen wir, das ist ja auch so ein schöner Ja. Satz vom Udo, ne? Ja. Wenn ich weiß, wer ich bin, ändert sich das Wesentliche. Dann werde ich nämlich von dem blinden Arschloch zu dem wirklichen, der ich bin. Oder na, werde nicht, dir wird es bewusst, du bist es ja Genau, schon. das So Wort. wollte Hast du da? Jetzt kriegst du ein Bonschen, ne? ich. Und guck, wie du drauf reagierst. Freust, fühlt sich gut an, ne? Das fühlt sich gerade wirklich gut an. Ja, aufgrund deines Wertesystems. Das wertest du jetzt als gut. Aber du bist der, der zuguckt. Auch das bei diesen Werten und gut Ja. fühlen und schlecht fühlen und so, das guckst du alles nur an. Hast du in dem Sinne nicht viel mit zu tun. Also jedenfalls vom Sein, das bist du nicht. Nee, ja. Selbst wenn du diese Rollen spielst. Ja. Sagt immer, spiel deine Rolle. Hat nie was anderes gesagt. Er hat nicht gesagt, verändert dies, verändert Nee. das. Es sagt einfach, werd dir klar, wer du bist. Und jetzt hast du gesehen, jetzt habe sogar ich ein bisschen, dass da was bei dir eingerast. Also ist jetzt Sonne, ne? Waage in den Raum.
Jetzt kommt natürlich bei mir, der erste Schwätzer sagt, kann gar nicht sein. Oder stell dir vor, du hörst jetzt dieses Gespräch einfach nur an, dann sagst du, das ist aber ein Klugscheißer, du, den würde ich aber die Beine lang ziehen, wenn der mit mir so reden würde, ne? So ist es. Das läuft hier. Ja, ich bin doch auch mit deiner Rolle einverstanden, die du spielst. Das macht es noch wesentlich amüsanter. Zunächst einmal muss ich mit meiner Rolle einverstanden sein. Und je mehr ich mit mir einverstanden bin, mit meiner Rolle, umso mehr kann ich ja auch die Rollen der anderen. Mit denen bin ich dann auch einverstanden. Also bist du damit einverstanden, dass wir das ungeschnitten hochladen? Ja. Machen wir. Okay. Ich musste aber trotzdem über mich lachen. Oh Gott, nee, ist das herrlich. Ja, mach das. Das waren jetzt Gedanken über unsere eigenen Gedanken. Ja, wunderbar. Muss man sich mal machen, diese Gedanken. Ja. Muss man einfach mal gucken, wie das läuft da drinne. Ich habe heute Morgen das, was wir gestern zusammen gelesen haben, das habe ich mir heute ausgedruckt. Ich Göttliche habe, Gedanken über meine ja, eigenen Gedanken, ja. genau, das habe ich mir ausgedruckt, weil ich mir da dann selber dann auch Notizen reinmachen möchte. Ich habe das zwar auf dem iPad, aber ich finde, ich mache mir immer eine Datei auf dem iPad. Und eins, deswegen auch die Bücher, wo ich selber reinschreiben kann, oder ja, da freue ich mich schon drauf auf nachher oder heute Abend. Ja. Also, mein lieber Heiko, ich danke dir. Kerstin, vielen Dank für die Aufnahme. Ja, ich danke dir. Danke dir. Und jetzt gehe ich wieder in die Werkstatt und heute Abend freue ich mich auf das Lesen. Also, ich hab dich Dann lieb. lass es dir gut gehen. Dir auch. Tschüss. Tschüss.